Siemens Hausgeräte mit den smarten Lebenswelten Ihrer Besitzerinnen und Besitzer. Und ob Sie diese über die Home Connect App bei Ihrem Smartphone bedienen möchten, mit anderen smarten Geräten zu Hause vernetzen wollen oder smart Energie sparen wollen, das alles geht mit Home Connect. Und wie Sie gesehen haben, sind wir bei Siemens bereits Pioniere. Im Haushalt und in der Küche. Geräte vernetzen sich, kommunizieren miteinander und bereichern so das Leben unserer Konsumentinnen und Konsumenten. Und wenn Sie jetzt denken, das war's schon, ich kann Ihnen sagen, wir fangen gerade erst an. Und bereits schon mit haben wir gehört und ich darf heute mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht der Alltag in 5 bis 10 Jahren aus? Woran arbeiten wir gerade gemeinsam mit Siemens und Home Connect? Und wir möchten nicht nur Teil der vernetzten Küche und des Haushalts werden, wir möchten die smarten Lebenswelten unserer Konsumentinnen und Konsumenten bereichern und ihnen ermöglichen, alle Vorteile des Smart Homes zu nutzen. Und das wird noch einfacher und intelligenter. Geräte werden sich intuitiv vernetzen, werden automatisiert Energie und Wasser sparen, werden durch generative KI personalisierte Erlebnisse schaffen und werden es ermöglichen, durch Software-Updates sich an immer neue zukünftige Gegebenheiten und Möglichkeiten anzupassen. Und dafür ist es wichtig, dass sich Geräte unterschiedlicher Hersteller einfach und unkompliziert miteinander verbinden können und sich so nahtlos in das Leben unserer Nutzer und Nutzerinnen einfühlen. Matter heißt der neue Verbindungsstandard, der es unseren Konsumentinnen und Konsumenten noch einfacher machen wird, von den Vorteilen des Smart Homes zu profitieren. Initiiert von Apple, Google und Amazon rechnen wir damit, dass sich der Standard schnell durchsetzen wird. Und Siemens ist natürlich dabei. Geräte können so unabhängig vom Hersteller noch schneller und leichter übergreifende Services ermöglichen und beispielsweise über unterschiedliche Apps bedient werden. Warum das wichtig ist, dafür habe ich Ihnen heute ein paar Beispiele mitgebracht, wie die Zukunft des Smart Homes von Vision zur Realität wird und konkreten Vorteil schafft. Daten aus unterschiedlichen Quellen reichern das reale Leben an und schaffen nützliche Anwendungsfälle, wie zum Beispiel beim Kochen. Wie planen Sie Ihr Abendessen? Mit smarter Vernetzung und Bilderkennung unterstützen wir den ganz persönlichen Lebensstil unserer User. Wie aktiv waren Sie heute? Haben Sie eher großen Appetit oder vielleicht eher Lust auf was Leichtes? Und was gibt es eigentlich noch Leckeres im Kühlschrank? Und was muss vielleicht auch verbraucht werden, damit es nicht verdirbt? Und wie passt das beides zusammen? Sie können das individuelle Rezept verstehen, das gewünschte aussuchen. Heute gibt es den Gnocchi-Auflauf und bekommen dann individuell und Schritt für Schritt Unterstützung bei der Zubereitung. Ganz angepasst darauf, ob Sie bereits Profikoch oder Profiköchin sind oder es noch lernen wollen. Und während er gratiniert, bekommen Sie Inspiration zum Kochen für morgen. Und können diese Lebensmittel direkt auf die Einkaufsliste setzen oder gleich bestellen und liefern lassen. Der Gnocchi-Auflauf meldet sich, wenn er perfekt gratiniert ist. Guten Appetit. Die Vernetzung unterschiedlicher Daten und generativer KI machen nicht nur Ernährung und Kochen einfacher und nachhaltiger, auch beim Energie- und Wassersparen können Vernetzung und KI schwelend leicht unterstützen. Am Morgen nach dem Frühstück schalten Sie die Spülmaschine an und bekommen hier vieles abgenommen. Bilderkennung misst einerseits die Beladungsmenge sowie den Verschmutzungsgrad und wählt dann daraufhin direkt das beste energiesparende Programm aus. Danach
müssen Sie nur noch wählen, ob Sie das Geschirr schnell sauber benötigen und das direkt starten soll, oder ob das Gerät einen Zeitraum wählt, in dem Energie günstiger ist. Tabs gehen zur Neige und können auf Wunsch automatisiert nachgestellt werden. Zudem haben Sie über alle Großgeräte hinweg Transparenz über den Energieverbrauch und Quelle und können so täglich, wöchentlich und monatlich Energieverbrauch optimieren und Einsparerfolge feiern. Nachhaltig kann nicht nur die Energieversorgung gestaltet werden. Regelmäßige Pflege und Unterkundenservice sorgen dafür, dass Geräte lange halten und somit noch nachhaltiger sind. Hierfür bringen wir unseren Kundenservice auf das nächste Level. Wenn es Probleme mit dem Gerät gibt, wollen Konsumenten Hilfe. Einfach, klar und sie kennen das vor allem schnell. Sie möchten abends noch schnell Wäsche waschen. Aber was passiert da? Was ist das? Wie gut also, dass Ihre vernetzte Waschmaschine sich nahezu selber reparieren kann. Fehlerdaten werden ausgelesen und ausgewertet. So kann die Maschine das Problem eingrenzen und identifizieren. Ein Objekt verstopft das Flusensieb. Über Augmented Reality bekommen Sie angezeigt, wo genau sich das Problem befindet. Zum Glück etwas, das sich schnell lösen lässt. Und Sie haben die Wahl. Sie können eine Anleitung abrufen oder persönliche technische Hilfe kontaktieren. Ja. Die Technikerin wird zugeschaltet und hilft Ihnen Schritt für Schritt. Wie gehen Sie vor? Wie kommen Sie an das Flusensieb? Und vor allem, wie entfernen Sie den Knopf, der dort für die Verstopfung sorgt? Und das alles im Handumdrehen. Die Technikerin macht Sie auch darauf aufmerksam, dass Sie ein Software-Update Ihrer Maschine vornehmen können. Mit der neuen Software können Sie noch energiesparendere Waschprogramme nutzen. Erledigt, das Update ist erfolgreich.